Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute ist, ihr habt es mitbekommen, Tag 1 der Ferien. Und ein Thema, das habe ich vergessen, das möchte ich aber nachliefern. Die meisten Kinder, die freuen sich auf die Ferien. Und bei den meisten Familien, da steht Urlaub an. Ganz egal, Nordsee, Wandern, da wird die ganze Familie ins Auto gepackt oder in den Flieger und dann geht's los. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, genauso viele Familien fahren gar nicht in den Urlaub. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen oder weil sie keine Zeit haben, sondern weil einfach kein Geld da ist. Und liebe Kinder, liebe Eltern, dafür muss man sich nicht schämen. Ausrufezeichen. So, und wenn man nicht in den Urlaub fahren kann, dann heißt das noch lange nicht, dass man keinen Spaß haben kann. Leute, sucht euch eine Karte fürs Freibad, sucht euch Freunde, die hier bleiben und macht euch eine schöne Zeit. Denn man kann auch schöne Ferien haben, ohne dass man für viel Geld wegfahren muss. Und vielleicht, wenn ein bisschen Geld über ist, geht dann noch einen Tag zelten. Und wenn es fürs Zelten nicht reicht, dann sucht ihr euch was anderes. Es gibt immer schöne Dinge zu erleben und es gibt genauso viele schöne Dinge, die man ohne Geld machen kann, wie die, die man mit Geld machen kann. Also macht das Beste draus, jammern hilft sowieso nicht, ihr müsst einfach das Beste draus machen. Und jeder ist dafür selber verantwortlich, dass es schöne Ferien werden. Also, okay, das war's.